hallo und herzlich willkommen zum neuen Review, Langzeit-Review. Das helle Thema Agami. Ja, bevor Fragen kommen, das ist ein Norma-Messer. Also, so, helle Thema Agami hat, oder heller, ist ein Messer, das Les Stroud designt haben soll. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt er nur seinen Namen dafür her. Und das mit dem Thema Gami kommt, ich glaube, der wohnt da irgendwo in der Gegend. Der Fluss oder der See, Thema Gami. Da gibt es auch eine Episode von Les Stroud, die da spielt. Und ich denke mal, daher ist das dann auch deswegen danach benannt worden. Vielleicht hat das auch Helle einfach so designt, hat den gefragt, können wir da deinen Namen draufkleben? Und er hat gesagt, alles klar, ich krieg so und so viel Prozent. Das ist aber auch furchtbar egal. Also, wir haben hier Maserbirke. Ich habe hier oben den Fingergard abgemacht. Ja. 11,8 cm Klingenlänge, ja, ich glaube 130 Gramm wiegt es, so in etwa, ist aber bei so einem Outdoor-Messer nicht nötig oder nicht unbedingt wichtig zu wissen, ja. Wir haben hier ein Lanyard-Hülse, also das ist nicht nur durch das Holz gebohrt, sondern ist eine richtige Hülse drin. Wir haben hier zwei Nieten, den Gart habe ich wie gesagt abgeschnitten, weil ich den nicht brauchte und der mich eigentlich nur behindert hat. Und das ist ein wunderschönes Messer. Ja? Hier einmal Jimping. Warum man da ausgerechnet hier an der Stelle Jimping dran macht, ist mir ein Rätsel. Hätte es besser hier gemacht. Ja? Oder man könnte auch vorne, ohne Quatsch, vorne. Und warum vorne? Weil ich meine Löckchen zum Beispiel gerne mit der Spitze mache und schiebe mit dem Daumen der anderen Hand nach. Alles klar? Und die meisten machen das hier mit der hinteren Seite. Und ich finde das weniger kontrollierbar. Da ist mir das hier vorne lieber, weil ich hier nur mit dem Daumen drücke. Ja? Also hier bei Löckchen oder sowas mache ich das grundsätzlich mit dem Daumen der anderen Hand. Und führe damit mit leichtem Druck. So, wir haben hier einen dreifachen Laminatstahl. Der schützt den inneren Kern vor Rosten, denn der innere Kern ist aus Carbonstahl. Ja? Ich schalte oder zeige gleich mal die Originalscheide von dem Messer. Die Originalscheide von dem Messer, denn die benutze ich nicht. Die ist ohne Quatsch scheiße. Ja? Dann habe ich ein anderes, und zwar das Bushcraft. Ja? Böker Bushcraft Plus oder Plus, Böker Plus Bushcraft. Entschuldigung, hat mich damals 50 Euro gekostet, aber allein die Scheide war es wert. Die ist top, die ist so typisch Bushcraft-mäßig. Ja? Und da passte das Thema Gami prima rein. Ja? Wie man sieht, da ist nicht viel Platz zur Gürtelschlaufe, was das Tragen einfacher macht am Gürtel. Ja? Ich zeig's mal. Moment. So, also, das macht das Tragen am Gürtel komfortabler, und selbst wenn ich fallen würde, stoße ich mir also den Griff nicht in die Hüfte oder auf die kleine Rippe, was bei größeren Messern oder größeren Griffen leider der Fall ist, und da hast du mal in der Wildnis ganz schnell gelitten. Und lässt sich auch ganz prima ziehen. Ja, geiles Messer. So, also geiles Messer. Nachschärfen ist auch relativ simpel. Der Scandi ist ja auf dem normalen Stein ganz locker zu schärfen. Ja? Da brauchen wir dann auch nicht so verrückte Schärfgeräte wie den Apex oder was weiß ich was. Ich liebe das Messer. Ich reagiere auch ein bisschen emotional auf das Messer, weil das hat mir meine Frau geschenkt. Frau Brehm ist halt ein Goldstück. Ja? Und die sagte damals, es war auf Facebook, glaube ich,
irgendwie hat sie auf Facebook irgendwas gepostet, das ist schön, und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, schenke ich zu Weihnachten. Und bekloppt, oder, dass man sowas über Facebook machen muss. Und dann schrieb sie zurück, das ist aber lieb von dir. Wie gesagt, also zu der Zeit, oder wir wohnen ja immer noch nicht auseinander. Sie heißt ja Frau Brehm, obwohl wir nicht verheiratet sind. Ja, aber das kommt jetzt alles, das kommt jetzt alles. Dann wird zusammengezogen, wir sind jetzt schon über 4 Jahre zusammen. Das war übrigens das erste Weihnachten, was wir miteinander hatten. Da waren wir ein halbes Jahr zusammen. Und dann schrieb sie zurück über Facebook, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und dann habe ich aus Spaß, wirklich aus Spaß, das helle Thema Gami gepostet. Das hier wünsche ich mir zu Weihnachten. Das war Spaß, Frau Brehm. Und dann schrieb sie zurück, schenke ich dir. Und da Frau Brehm, alleinerziehende Mutter von 2 Penses, ja, gut, der eine ist jetzt ausgezogen und halbtags arbeiten geht, wo sich da die Kohle nicht wirklich so vorhanden ist. Hey Frau Brehm, das war wirklich nur Spaß damals. Und ich habe dann direkt angerufen und gesagt, hör auf mit dem Quatsch, hör auf. Mach das nicht. Ich will das gar nicht. Dann hat sie gesagt, Pech gehabt, ich habe es schon bestellt. Über Amazon, über den Link. Naja, deshalb ist das auch ein emotionales Messer für mich. Ich liebe es. Und wenn ich, es gab mal auf Facebook eine Gruppe, oder die gibt es immer noch, die Messerfreunde. Gab es die Frage bei den Messerfreunden, nennt mir 3 Messer, die ihr, wenn euer Haus brennt, wenn ihr 3 Messer retten könnt, welches würdet ihr retten? Oder welche würdet ihr retten? Und damals habe ich schon gesagt, das hier. Ja? Mein Thema Gami und meine 2 Dave Canterbury Messer, das PLSK1 und das Pathfinder Scout. Ich denke, ich mache da jetzt auch nochmal ein zweites Review drüber. Denn ich habe sie ja jetzt nochmal lange genug und kann also wirklich aus Erfahrung reden, die was taugen. Und das ist verrückt, aber sobald ich das Messer in der Hand habe, will ich schnitzen. Ja? Und das geht auch immer noch durch richtig, das ist altes, hartes Holz, durch wie Butter. Ja? Da ist der Laserschwert von Darth Vader ein Scheißdreck. Dann so eine Quatsch. Das ist mein Lieblingsmesser und ich werde einen Teufel tun, das jemals wegzugeben. Das ist meins und Frau Brehms Geschenk. Die war übrigens dann mal paar Wochen später auf Kur in irgendwo in Bayern und dann kam zurück, schrieb sie mir über WhatsApp, ja, sie wäre heute in einem Laden gewesen, einem Messerladen, und hätte sich ein Messer gekauft. Sie kommt also dann nach Hause und stellt so wo Chivas Regal sonst immer drin ist, ihr kennt das, so eine Tube, stand drauf, Helle. Ich denke, was ist denn jetzt? Hat sie sich eine Helle gekauft? Nö, macht sie auf, ist da ein Martini-Messer drin. Ich glaube auch nicht, dass das Messer einen Namen hat. Auf jeden Fall sah aus wie so ein Filetiermesser, Fischfiletiermesser. Und ich sag, was hast du denn da gekauft, ein Messer? Ist das dein Ernst? Sagt sie, ja, pass auf. Sag ich, das ist cool, das habe ich auch. Sagt die vom Lächeln ging dazu, so. Ich sag, was ist los? Sagt sie, eigentlich habe ich dir das gekauft, aber jetzt hast du das schon. Ich sag, dann gib es doch zurück oder verkauf es über eBay. Will sie nicht. Sie behält das Messer und lässt es daheim auf dem Schreibtisch stehen, in der schönen helle Verpackung. Das ist meine Frau. Ein Goldstück einfach. Hat die mir ein Messer mitgebracht, aber jetzt behältst du es aus Frackigkeit. Weil ich es schon habe. Habe ich übrigens noch nie vorgestellt. Komisch, oder? Und das habe ich. Boah, das habe ich schon 5 Jahre jetzt. War früher in vielen Videos zu sehen.
Aber ich schweife ab. Bubble-Tante Bremen. Kommen wir zurück zum Messer. Kostet im Augenblick, ich glaube, 135 bis 150 Euro auf Amazon. Guckt, dass ihr den besten Preis kriegt. Ich packe aber hier unten in die Beschreibung, packe ich den jetzt im Augenblick an dem heutigen Tag günstigsten Anbieter bei Amazon rein. Ja? Und also das Messer ist einfach traumhaft. Damit macht man einfach nichts verkehrt. Geiles Messer. Und ich denke, hier so ein schönes Temagami. Helle ist ja aus Norwegen. Leider sieht man nicht mehr hier drauf, dass da helle Temagami draufsteht. Ich habe es einfach zu viel benutzt. Habe es auch mal hier ein bisschen mit dem Bunsenbrenner bearbeitet. Demnächst werde ich da mal ein bisschen mit Lumberjacks Linseed Oil drüber gehen. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Also Langzeit-Review nach 3,5 Jahren. Ich denke, da kann man dann von einem richtigen Langzeit-Review reden, oder? Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn man will, tschüss, Mardidiot, schwenkt den Hut, tschüss vorab und schwenkt die Kappe.